So, wir sind wieder zurück. Endlich ist der Battle Pass da. Endlich ist Season 11, Kapitel 2, Season 1, wie auch immer man es nennen will. Im Prinzip ist es Season 1 von Kapitel 2. Aber in meinen Augen, aber das wird sich so einfinden, ob man Season 1 sagt jetzt neu oder Kapitel 2, Season 1, aber werden wir dann sehen. So, worum es geht. Wie gesagt, ich wollte nochmal Danke sagen für jetzt die 500 Abonnenten. Für alle, die jetzt noch neu auf dem Kanal sind, weil sie wieder Fortnite anfangen wollen. Alle 10 Abonnenten kommt unten eine Zahl hinzu. Bedeutet die, lass mich lügen, 11. Zahl kommt bei 510 Abonnenten. Also, wenn du noch kein Abonnent bist, gerne ein Abo dalassen. Hilft mir, hilft euch. Wie gesagt, man kann eigentlich nur gewinnen. Wenn du wissen willst, wie das genau funktioniert mit dem Code, einfach unten in der Videobeschreibung gucken. Da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich mich einmal vorstelle und wo ich das mit dem Code erkläre. So, wir sind ja hier beim Shop. Wie ihr seht, Battle Pass ist gekauft. Aber ich habe mir den einfachen Pass gekauft, nicht den großen. Weil ganz ehrlich, man kriegt halt den einen Skin und die 25 Level. Aber die 25 Level haben wir ja gesehen in Season 10. Man schafft es, wenn man nur die Aufgaben macht, locker auf Level 100. Deshalb, und so toll fand ich jetzt diesen Blubber-Skin auch nicht, bin ich mal ganz ehrlich. Aber ich würde sagen, wir gehen schon mal direkt rein in den ersten Shop in Season 1. Und da haben wir Zero. Und bei dem Skin bin ich wirklich schon überlegen. Erstens, er ist neu. Und zweitens, er sieht halt heftig aus, vor allem in-game. Das ist halt so schwer, ey, weil es halt direkt 2000 V-Bucks sind. Aber ich kaufe ihn. Das war nämlich echt meine Überlegung. Kaufe ich den oder habe ich diesen Blubber? Und ganz ehrlich, da kaufe ich lieber den, anstatt die 2000 V-Bucks in den Battle Pass reinzustellen. Weil im Prinzip, es ging eigentlich nur um den Skin. Entweder Blubber Skin oder den. Und dann finde ich den hier wirklich deutlich besser. Und den hat wahrscheinlich auch nicht jeder. Und er ist halt neu. So. Dazu bin ich jetzt hingegangen. Ach, der Xbox-Controller wieder. Also dazu haben wir hier hinten die Kugel. Ja, die Kugel feiere ich ganz ehrlich nicht so. Ist halt das schwarze Loch, klar. Wir haben lang genug drauf geguckt. Aber dann lieber, glaube ich, gar kein Rückenaccessoire bei dem Skin. Aber gucken wir mal weiter, was es sonst noch gibt. Die Zinnsoldaten sind wieder da. Einmal weibliche Form, männliche Form. Was ist das dritte? Ah, Steve Vorschau, wartet. Maus. Ah, einmal in grün, einmal in grau und einmal in rot. Dasselbe natürlich bei der weiblichen Variante. Ja, ich gehe jetzt extra mit der Maus hier hin, weil nicht so, dass ich wieder aus Versehen dann doch kaufe. So, das war das. Was haben wir denn noch? Dann haben wir die Anführer. Einmal den Bravo-Teamleiter. Den, ja, na gut. Einmal mit Kopfbedeckung, einmal ohne. Ja, man ist halt jetzt verwöhnt durch die neuen Skins, ist klar. Dazu halt den Taktikschläger. Dann das Einsatzmuster. Warte, gerade mal gucken, auf welchen Waffen die. Oh, warte. Oh, das schmeckt. Ah, die Waffe. Da kommen COD-Zeiten wieder hoch. So, ach, hier ist ja die neue Waffe jetzt, die einmal normal schießen kann und halt Medikits. Aber ich habe noch nichts Genaues gesehen. Also im Prinzip, ich habe zwar schon viel mitbekommen, aber von Ingame noch gar nichts, weil Arbeit. Aber ich lasse mich da gerne überraschen. Ich werde es ja dann sehen. Ihr werdet es bei den Aufgaben erleben, da ich teilweise öfters wohl sage: Oh, so, dann haben wir jetzt Emote aufgeweckt. Ja, ist nicht schlecht. Dann haben wir, oh, neue Lackierung, auch 0 Punkt. Aber die gefallen mir halt einfach nicht. Diese animierten Dinger, sie sehen so ganz gut aus, aber man hat die Waffe so in der Hand. Ich feier sie einfach nicht. Ich weiß nicht warum. Ich komme auf die einfach nicht klar. Dann haben wir das Emote echt heiß. Einmal noch. So, dann haben wir noch den Schlenker. Oh ja. Super. Ohne Kommentar.
Da muss man echt nichts sagen. Dann haben wir Nachtlicht, aber nur die weibliche Variante. Dann wird die männliche wahrscheinlich morgen kommen, man kennt es. Und dann haben wir noch Schnorchel Ops. Kennen wir natürlich auch. Nichts Besonderes inzwischen. So, das war's dann eigentlich schon mit dem Shop. Mit dem Battle Pass kann ich euch auch ganz kurz nur die Skins zeigen. Wie gesagt, wir haben hier einmal sie. Das ist das zweite Outfit. Dann haben wir ihn. Zack. Ah, ich weiß nicht, in meinen Augen sind das zwei komplett verschiedene Skins. Weil sie sieht ja total anders aus. So, was haben wir noch an Skins drin? Bababam. Ja gut, den Stil kann ich ja nicht haben, wenn ich den Skin nicht habe. Ja, ist ja nur das Outfit. Dann haben wir noch sie drin. Den feiere ich übelst, aber nicht die Variante, sondern die jetzt kommt. Die hat schon wieder irgendwas. Dazu nämlich auch dann den passenden Rücken. Ja, das war auch schon. So. Ah, die Musik, da freue ich mich auch schon drauf. Dann haben wir hier diesen Kleiter. Den werde ich wahrscheinlich auch spielen. Dann haben wir den Skin. Ne, nur der Stil. Ne, nur die Stile. Dann haben wir für die Kugel noch verschiedene Stile. Das ist auch nur Stil. Okay. Ja, und das ist hier ist natürlich das Highlight. Tja, da werden wir wohl hinschwitzen müssen. Aber ich denke mal, das werde ich schon auf jeden Fall auch mit euch schaffen. Da mache ich mir eigentlich gar keine Gedanken. Oder halt mit meinem Sohn oder mit beiden Kindern. So, da würde ich sagen, wie gesagt, gebt nicht zu viel Geld aus. Holt euch lieber den kleinen Battle Pass für 10 Euro. Überlegt halt wirklich, ist euch der Blooper in Anführungszeichen nochmal 20 Euro wert. Weil die 25 Level Battle Pass, die holt ihr ohne Probleme, würde ich behaupten. So, dann würde ich sagen, war es das auch mit dem Video. Wie gesagt, jetzt gibt es natürlich wieder der tägliche Wahnsinn. Gleich fangen die Aufgaben an. Wie gesagt, ich werde euch natürlich alles zeigen. Also wie gesagt, ein Abo dalassen lohnt sich auf jeden Fall. Ihr supportet mich. Könnt gleichzeitig noch die 10 Euro gewinnen. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne, haut rein.